Moin moin und herzlich willkommen zurück. Wir nähern uns, glaube ich, allmählich dem Ende. Nicht angeblich, sondern allmählich. Sind jetzt auf der Jagd nach diesen Biestern. Wobei das, glaube ich, ein paar zu viel sind, um die jetzt hier alle zu killen. Auch wenn wir schon auf sehr viele geschossen haben. Ich glaube, das ist nur pure Munitionsverschwendung. Und Wolfi ist gerade nicht mehr da. Ich möchte gerne meinen Wolfi wieder haben. Aber in diesem Sanatorium gibt es so viele von diesen Viechern. Und auch unten in den Minenschächten. Wie zum Teufel kann es dann sein, dass ich erst jetzt welche davon... Alter. Erst jetzt welche davon sehe und dann gleich so viele. Mir hätte doch viel früher im Spielverlauf schon mal irgendwie welche von den Viechern auffallen müssen. Also, eigentlich... Bam! Verbarrikadieren erstmal. Ich glaube zwar nicht, dass es viel bringt. Hey Kumpel! Komm runter! Ach, da ist Wolfi. Ist gut. Komm Wolfi! Sehen wir uns später, ja? Nicht im Ernst. Wolfi, bleib doch nicht alleine zurück, Mensch. Was ist denn nur falsch bei dir? Ja, was? 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 Erstmal auf ihn. Was mit diesem Fass? Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh ja, das war sowas von nicht schlecht. Das war nicht nur nicht schlecht, das war sogar richtig gut. Und da fliegt der Geist. Das Viech lebt immer noch. Und Jessica lebt noch. Ja, ich hab's gewusst. Das heißt, bis jetzt ist niemand außer Josh gestorben. Wenn nicht Josh jetzt auch noch irgendwie überlebt hat, was weiß ich denn? Schon, Leute, beeilt euch. Wir müssen zu Mike. Na los! Hey, ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Wir lassen dich nicht hier. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Ja, richtig so. Bloß nicht trennen und bloß niemanden zurücklassen. Es haben jetzt doch mehr überlebt mittlerweile, als ich eigentlich gedacht habe. Bin ich gerade relativ stolz drauf.
Vielleicht sollten wir mal kurz auf ihn warten. Was ist das hier noch für ein Weg? So, hier ist nichts. Doch, ein Totem. Josh? Wird zu einem von den Viechern? Okay, dann interessiert mich jetzt umso mehr die Frage, ob man die irgendwie wieder bekehren kann. Nicht nur für Hannah, sondern auch für Josh. Ja, hey, hier. Hey, was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Komm, gib dir Mühe. So. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? So viele Möglichkeiten habt ihr nicht. Schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Ich glaube, jetzt passiert gleich irgendwas. Sag mal, sind die blöd, dass sie einfach losgehen? Hallo? Leute? Leute? Hallo? Wo seid ihr? Das gibt's doch nicht. Die können ja einfach ohne mich wegrennen. Was fällt denn denen ein? Sind die nicht ganz frisch oder was? Natürlich passiert jetzt irgendwas. Wenn ich schon von den anderen getrennt wurde. Jemand? Jessica! Bist du das? Stimme untersuchen. Das könnte wirklich Jessica sein. Das ist völlig verrückt. Jessica. Oh! Jessica! Aber jetzt habe ich mich natürlich getrennt von den anderen, was natürlich auch wieder nicht so gut ist. Ich hätte vielleicht zuerst zu den anderen gehen müssen und dann mit denen wieder zurückkommen. Ich glaube, das ist nicht gut, das hier zu öffnen. Scheiße! So viel zum Thema, sie leben alle.
Fuck, ich hätte bei der Gruppe bleiben sollen. Ich hab's gewusst. Scheiße. Na, hat die Gruppe selber Schuld, wenn die einfach abhauen? Was kann ich dafür? Ach man, das regt mich jetzt auf. Ja, da ist der nächste Tote. Super. Dann haben wir jetzt schon zwei. Naja, Josh steht ja wieder auf, möglicherweise. Wow, toll. Shit. Sackgasse. Nein, ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Ist das ein Scherz? Geh zurück zur Lodge. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Sam. Tut mir leid. Ist euch drei gar nicht aufgefallen, dass jemand fehlt? Mit dir oder ohne dich. Komm einfach zurück, okay? Na, spring. Spring. Oh, shit. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Ach man, das war so eine dumme Entscheidung jetzt von mir. Ich bin gerade voll sauer auf mich selbst. Wäre ich einfach der Gruppe hinterhergegangen, dann wäre sie am Leben geblieben. Das ist ja immer das, wenn man sich jetzt Horrorfilme anguckt, dann denkt man sich ja immer so seine Dinge, wie zum Beispiel so, ey, ihr solltet euch nicht trennen oder ey, macht doch mal jemand das Licht an. Das war gerade genau so eine Situation, wo ich genau so einen blöden Fehler gemacht habe. So einen richtig blöden Fehler. Und du bist auch gleich hinüber. Du bist doch schon wieder alleine unterwegs. Ich muss jetzt ganz genau drauf aufpassen, was ich tue. Okay, da war einer der Geister. Na, Fingernagel abgebrochen. Ja, nimm die Schaufel. Ach, komm schon, du kannst das schaffen. Zack, auf ist die Tür. Da könnte ich zwar eigentlich hochklettern, aber das Spiel sagt nein. Okay, dann gehen wir da vorne hin. Ey, ich kann so nicht zielen. Nee, weißt du, kannst drauf schießen, bis du tot umfällst. Aber mit einer Schaufel kannst du ihm ganz easy den Kopf abhacken. Nee, ist klar. Definiere, okay. Lebendig zum Beispiel. Ja, lebendig ist gut. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Ja. Ah!
Genau, wo ist er jetzt? Emily! Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Josh! Oh Gott, oh Gott. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Oh. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Da ist ja unser Bastard. Eine Stunde bis zum Morgen. Das letzte Kapitel. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. So wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Wow. Du bist nicht allein da unten. Nein, nicht nochmal. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwör's. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ich glaube, da ist schöner. Ja, so. Was bist du denn für eine Gehirnmasse? Nein, nicht lassen. Ich nehme keine Befehle mehr an. Nein. Das ist das, was du willst. Nein!
Warum tut ihr das? Lass mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich bin etwas sprachlos. Also, von Psycho-Horror verstehen die Entwickler was. Ja, vielleicht ein Bergmann. Oder ein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen, das wäre echt keine Überraschung. Was denn für Scheiße? Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Aber ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Wow. Ich glaube, das Ganze hat so ein bisschen den Hintergrund zu verstehen, was in jemandem vorgeht, wenn er nahestehende Person verloren hat. In diesem Fall Josh. Das Haus muss brennen. Okay. Gut. Ich gehe rein. Komm rein, ist okay. Sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Also, ich spüre meine Finger nicht. Schön hier durchs Wasser laufen. Obwohl ja auch schön ein Weg außen rum gewesen wäre, aber naja, wer mag denn kein Wasser? Besonders in diesem Spiel nicht zu wissen, was sich unter der Wasseroberfläche befindet. Ist auch super. Können wir jetzt bitte wieder hier raus? Dankeschön. Da jetzt gerade rausgekommen. Wer war das? Irgendeine Leiche oder jemand Besonderes? Ein direkter Weg. Okay, hilfst du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Na,
Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Okay, ich folge ihm sofort, sobald ich den nächsten Part angefangen habe. Das wird ja so langsam richtig krank, das Ganze. Hast du nicht zuschlagen müssen, Mann? Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Es war wegen Jess. Mein Fehler. Es ist nur einfach, wenn ich jetzt sehe, dass Josh noch lebt und dass Jessica noch lebt. Und dann geht es mir doch ein bisschen auf den Sack, dass... Name vergessen, jetzt gestorben ist. Oh Mann. Es hätte nun wirklich nicht sein müssen. Ashley. Richtig. Wäre ich nur bei der Gruppe geblieben, so wie man es normalerweise macht in so einer Situation, dann wäre gar nichts passiert und. Naja, kann man nichts machen. Mal gucken, ob wir zumindest die anderen alle durchkriegen. Wie wir das machen, sehen wir auf jeden Fall im nächsten Part von Until Dawn. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss.